Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Zockermax und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SkippyCraft. Ja, es ist wieder Sonntag und was ist das für uns? Was hat sich alles getan auf SkippyCraft? Ja, und sonstiges. Mit dabei ist der Javi. Guten Tag. Der natürlich auch aufnimmt und ja, wir beide wollten jetzt, also jeden Sonntag, zusammen ein Video machen. Also der Javi macht jetzt auch das gleiche Format wie ich halt. Ich darf das übernehmen, ne? Ich hab's erlaubt, dass er das übernehmen darf. Und ja, wir beide zeigen euch jetzt, was wir hier in der letzten Woche getan haben. Und ich sage mal, Javi, du fängst mal an. Ladies first, du fängst an. Ladies first, du. Du mit deinen FB-Dings da. Du. Okay, dann machen wir mal slash war free. Bild. Kommt hinterher. Warte. Es geht gerade nicht, Mann. Ey, sag mal. So, jetzt. So, wir sind hier oben noch in diesem Luftschiff. Und jetzt springen wir hier mal seitlich runter. Sehr interessant. Also, man kann hier bei mir noch nichts erkennen. Aber kommt jetzt gleich noch. Weiterrennen. So. Also, hier einmal ein richtig schönes Haus. Also wirklich schön. Was jetzt die Architekten sagen würden, das wäre ein Pups. Ja. Wäre ich hier so irgendwie so angepasst, hier in diesem kleinen Berg. Mhm. Und ich habe das hier das Ganze halt Paranesa Lucky Holzlager Logistik genannt, weil hier halt, ein Holzlager hinkommt. Ja, sehr klar. Wenn draußen Holzlager draufsteht, ist es halt ein Holzlager, ja. Hier oben kommen auch noch Kisten hin. Ja. Ja, dann biegen wir mal hier rechts ab. Hier habe ich was Schönes hingebaut. Ein Weg zu seinem Haus? Ja, ihr habt wahrscheinlich schon gesehen beim Aufnahmen von Zockermaster, dass ich da oben so ein Haus habe. Das und echt, jetzt habe ich. Leute, warte mal. Das sieht doch echt aus wie so ein Teleskop, oder? Also diese Form sieht aus wie ein Teleskop. Ja, kann sein. Voll witzig. Auf jeden Fall habt ihr vielleicht in Aufnahmen von Zockermaster gesehen, dass ich hier dieses Haus gebaut habe. Und ich habe jetzt in den Tagen endlich mal Zeit gefunden, um da das endlich mal fertig, also einen Weg dahin zu machen. Das hatte ich nämlich schon vor vielen Wochen und Monaten vor, das endlich mal zu bauen. Ja. Dann gehen wir mal hier hoch. Das habe ich, glaube ich, schon vor ein paar Wochen hier gebaut. Hier kann man halt hoch. Ne? Nee. Nee, man kann nicht hoch. So. Immer höher. Und halt hier, wie ihr seht, geht's hier ganz weit runter. Ich esse hier mal ganz kurz was. So. Hier habe ich dann eine Elytra. Und das soll ich hier halt, ja, zum Beispiel jetzt Flug Richtung Westen. Also dann fliegt man hier halt in Richtung Westen. Was? Flieg mal los. Tschüss. Warte mal. Ach, da muss ich hin. Ja, fliegen ein bisschen über meine Häuser. Dann kann man hier halt von meinem Turm da oben aus halt eine kurze Strecke so halt fliegen, ne? Mhm. Das habe ich auf jeden Fall schon mal gemacht. Jetzt machst du einmal. Was? Ja, du machst jetzt mit deinem weiter. Was ich alles gemacht habe, oder was? Ja. Was habe ich denn gemacht? Insel? Genau, ich habe, wir hatten mal einen Anfang der Insel gehabt halt und,
Da war ich mal so frei und hab mal was hingebaut. Wir wollten eigentlich eine Villa hinbauen, aber ich hab dann halt so ein kleines Holzhaus. Und wie ihr das Holz seht, ich habe ein neues Texturenpaket drinnen. Das ist sozusagen ein Real-Life-Texturenpaket, kann man so sagen, oder? Ja, weiß ich nicht. Also sieht aus fast wie in Echtheit mit dem Holz und so, weil ich wollte so ein gutes Texturenpaket haben halt. Wie ihr gesehen habt, gerade den Creeper. Sieht einfach alles nur geil aus. Und ja, das haben wir, also habe ich zumindest mal gebaut. Hast du auch den Ultraschall gerade drin? Ne, mein Ultrashader habe ich nicht drin, aber ich kann ihn mal reinmachen. Ich kann euch mal was zeigen. Nein, nicht Sprache. Dann kannst du deinen Zuschauern mal den schönen Sonnenaufgang zeigen, der jetzt auch gleich kommt. Ja, ich sage euch mal gerade mit meinem geilen Shader. Schnell, schnell, schnell. Yes, lad. Oh Leute, guckt euch das an. Komm, hier geht jetzt die Sonne auf. Da geht die Sonne auf. Nee, hier. Bei mir Oh, nicht. bei dir ist das ja anders. Leute, guckt euch das an, wie geil das einfach aussieht. Ja, bei mir kann man das jetzt nicht sehen, da mein Laptop nicht so gut ist für Ich finde auch halt. dieses Wasser einfach nur genial, Alter. Ja, versteht schon. Guck mal, die Erde ist auch so detailliert, Alter. Finde ich richtig mega geil. Krass auch. Und halt einfach nur mega geil, finde ich das. Und wenn man hier drinnen, Leute, guckt euch das an. Schön die Sonne strahlt rein, Alter. Das finde ich einfach nur geil. Und komm mal her. Stell dich mal vor mir. Wir haben hier noch dieses andere Shader-Pack, wo man ja rechts und links halt nichts sehen kann, ne? Ich glaube, jetzt kriege ich ein paar FPS-Einbrüche. So, Leute, guck mal. Das ist auch so ein neues Dings. Finde ich auch mega geil. Auch das Wasser sieht mega geil aus. Außer der flackert jetzt ein bisschen rum. Und wenn ich jetzt einfach den Havi angucke, wie ihr seht, rechts und links wird alles verschwommen und der Havi wird scharf. Alter, du flackerst gerade nur richtig. Ich zieh mal gerade mit der Rüstung aus. Oh ja, besser. Wenn ihr seht, der wird immer schärfer und rechts und links nichts mehr. Wenn ich jetzt dahin gucke, ist der Havi nicht scharf und die Welt ist scharf. Ich finde Ich kann das. es gerade nicht inspirieren, wie gesagt, mein Laptop ist schlecht für Shader und Ja. ja. Aber Leute, guckt euch das Wasser an. Ich finde das einfach wie echt, Alter. Und also diesen Shader finde ich cool, aber das Problem ist an diesem Shader ist wirklich hier, dass der unscharf ist. Halt. Aber wenn man damit öfters mal spielt, das ist dann eigentlich okay. Ich lasse mal den anderen Shader drinne. So. Und da sieht das Wasser natürlich auch pornös geil aus. Oh ja, Digga. Die Bäume wackeln. Ich habe hier schmeidige 140 FPS. Und außer das Feuer mit diesem Texturenpaket, da muss der Ersteller noch ein bisschen arbeiten, weil da hat er auf jeden Fall zwei Flammen irgendwie. Und das sieht scheiße aus. So, das haben wir gebaut. Harvey, was haben wir denn noch gebaut? Dein Shop haben wir jetzt schon gezeigt? Ja, noch. Ja, Was? doch. Den Shop haben wir letzte Woche gezeigt. Also ich kann das mal aus meiner Sicht noch mal hier zeigen. Genau. So, und Leute, guckt euch das an mit dem Shader, wie geil das hier einfach aussieht. Okay, jetzt habe ich hier. Oh mein Gott, Alter, ich habe hier Maul. Nur 22 FPS. Mit meinem Ultra-PC? What the fuck? Ach ja, du hast hier ja auch weitergemacht, ne? Ach ja, ich habe hier oben Zockermaster. Also Zockermasters Shop habe ich im Banner hingemacht. Ich finde das mega geil halt. Und Habe ich hier noch. Ja, Harvey. ich habe hier halt Harvey Shop hingeschrieben. Wäre auch geil, wenn noch eine Harveys Shop steht, weißt du. Ja, kein Platz. Doch vielleicht tust du das P hier hin. Nee, dann musst du ja Das noch wird eins trotzdem mal nicht angucken. passen. Nee, das sieht scheiße aus. Dann habe ich hier noch, also das hier sollen alle meine Kissen für den Shop werden. Es gibt hier auch noch eine zweite Etage. Ich habe halt hier auch einen Durchgang zu Zeckermasters Shop gemacht. Leute, guckt euch das an, wie geil das einfach aussieht. Damit man ihn auch besuchen kann. Ja. Ah, ich weiß, was wir noch zeigen können. Wablaskibi. Da gibt es jetzt was Neues. Ach ja. Ich habe mal in den Forum letztens angeschrieben, so, ja, hier, was ist da nochmal mit dem Casino und so, weil vorher, wo es gibt hier
Craft ja noch gab, gab es auch ein Casino. Und Skippy Craft hat jetzt endlich mal wieder ein Casino gebaut. Hier zum Beispiel ist ein Jackpot. Das heißt, zum Beispiel, ich zeige euch mal, man braucht 5 Coins, also 5 Münzen. Nein, 4. Jetzt 4? Nee, 5. Doch, 5. Und dann einfach rechtsklick hier auf diesen Block. Und dann geht der Jackpot, weil dafür brauchst du 5 Stück. Das wäre geil, wenn ich das gewinne. Nein. Hier brauchst du 5 Stück beim Jackpot. Und hier bei diesen einzelnen. Warte mal, das braucht man nur eine Münze. Ja, braucht man nur eine Münze. Wie viel Geld ist da? 100 ist zu wenig. Ich will jetzt genau 80. Nee, 800 oder 80? 80. Und okay, da muss ich doch dahin. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Hier einfach ein Coin draufklicken. Dann, lass gewinnen. Nur ein Spieler pro Kasten hier. Ja. So, schade, leider nicht gewonnen. Beim nächsten Mal. Ich blockiere Festhilfe. So, jetzt. So, also das ist der Casino. Einfach Warp Lass Skippy eingeben. Und dann kommt ihr hier hin. Pro Coin kostet das 12 Dollar. Und hier kann man echt schon Schweinegeld ausgeben. Ne? So wie ich. Ich habe mein ganzes Geld verloren. Tja, ich habe wieder reiche Schwanni bekommen. Weil ich fleißig war. Und Leute, ich bin endlich hier bei meinen Jobs. Level 17, nee, Level 16 aufgestiegen. Das ist mega geil. Ich krieg jetzt so viel Money irgendwie mit Landwirt. Und du bist Zocker geworden. Genau, und ich bin hier auf den Server Zocker jetzt geworden. Kein Gamer mehr, sondern Zocker. Und als Zocker kriegt man ein Emerald und ein Feuerschutztrank. Den trinke ich direkt mal. Alokba. Und Leute, guckt euch das an. Wie geil sieht das einfach aus? Leute? Ja, und ich? Ich werde, also ich bin ja jetzt immer noch Experte. Wird sich jetzt vielleicht bald noch ändern. Vielleicht noch in dieser Woche. Dann guck mal meine Zeit. Leute? Ich bin Experte mit 22 Tagen und 19 Stunden. Aber der Dudelsackfresser wird als erstes Gamer, was ich relativ schade finde, aber ich gönn's ihm einfach. Ja. Also hier sieht man nochmal A-Top, wer hier alles wie viele Stunden hat. Stonebreaker hat 32 Stunden und 7 Stunden. 32 Tage und 7 Stunden, so. Und ich hoffe, dass ich den noch irgendwie überholen bekomme, weil ich habe 30 Tage und 10 Stunden. Und ja, ich glaube, das geht ja easy. Egal, wenn ich auch dann hab. Wollte ich noch was zeigen. bei meinem Grundstück hier. So, ihr seht hier diesen komischen Strahl. Nehmt an. Ja. Ihr seht hier den schönen Strahl und hier oben im Inventar Sprungkraft 2. Und jetzt kann man hier schön an die Decke springen. Was aber weh tut. Wow. Was sie auch immer versuchen, ist, hier einfach hochzukommen. Ja. Aber das schafft man aber nicht. Stimmt ja. Ich habe hier, wenn manche schon mein Haus vorher gesehen haben, habe ich hier ja immer Gas platziert, damit hier diese Dings durchkommen. Ne? Damit so da dran kommt. Und ich hatte jetzt mal letztens schon vor lange vor, da oben Enderkrystals hinzustellen und zu gucken, ob das geil aussieht. Ja. Ich hatte leider nur einen Enderkrystal, aber dank Lukas habe ich mir jetzt 3 weitere gemacht. Danke nochmal an dich. für die 3 Gastränen. Als Geschenk. Ja. Und ja, ich sieht jetzt irgendwie schöner aus. Mhm. Ich gehe mal in den Aufnahmeturm. Und ja, ich glaube, wir haben auch alles schon gesagt, ne? Ich muss mal. Weil das Video geht jetzt schon knapp 15 Minuten. Ja. Ich glaube, das haben wir auch alles gesagt. Wir versuchen natürlich wieder mehr zum machen halt und wir haben noch was vor, was wir bauen wollen. Dazu kommt aber halt später mehr, wenn wir das fertig gebaut haben. Und ich sag mal, FB unterirdisch.
Also, ja. Ja, Ja. wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bei uns beiden 5 Likes wieder da auf unserem Nacken. Jo. Das wäre mega geil von euch. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge von Skippy Quad wieder. Haut rein. Ciao mit V.